Moin, hier ist Heini. Ich will euch jetzt mal den Airport Simulator 2013, die Demo-Version, vorstellen. Da habe ich ja schon mal ein Video hochgeladen mit einem Videolink, wo jeder drunter laden kann, ne? Währenddessen mache ich mein Thema eben. Das ist ja ohne Video und Tee, das löppt einfach nicht so, ne? Geben wir ihm 2 Sekunden. So, zack, zack, ausgepresst wie eine Vanillekugel. So, und zwar folgendes. Ja, viel kann man nicht einstellen an der Auflösung. Hier hoch, normal, niedrig. Und dann wollen wir doch mal sehen, dass wir das mal irgendwie hinkriegen. Ja, wir wollen das so mocken. Ich weiß auch gar nicht, was wir machen müssen. Ich habe einmal was gemacht. Mal gucken. Und zwar Status, Training, Gelände, wie die Gelände und Spiel, Speisevorräte. Eine Flugzeug mit Hilfe von Catering-Fahrzeugs wieder aufgefüllt werden. Okidoki, Essen ist wichtig. Ne, mal ein paar Pizzen reindrücken. Das ist nämlich leckerli. Und Spiel. Mal gucken, was wir machen müssen. Jetzt hat er mal Englisch. Oh, very good. Ist klar. Ich habe das verstanden, was du meintest. Yo, Mayday, Mayday, it's SOS. Willkommen bei den ersten Training. In diesem Trainingseinheit wirst du lernen, wie die Catering-Fahrzeuge zum Auffüllen von Lebensmittelbestände des Flugzeuges eingesetzt werden. Ziel, Speisen und Getränkevorräte auffüllen. Okay. Mit diesem Catering-Fahrzeug werden Sie Speise- und Getränkeräte oder Getränkevorräte des Fahrzeugs aufgefüllt. Wählen Sie mir einen Klick auf den Button auf der linken Seite. Okay. Das ist das Auto hier, ne? Genau, da klicken wir drauf. Steuere die Passagiere, Fahrzeuge, Fahrzeuge. Okidoki. So, achso, ich muss drücken, ne? So, hier ist die Lenkung hier. Boah. Ja, oh, das ist ja schon mal was. Habe ich eigentlich auch Kabinenansicht? C. Oh, Blinker da auch. Toll, Rundumleuchte. Ich habe kein Handbuch gelesen, war da ein Handbuch bei? Juhu, ey, das ist wichtig, das ist wichtig. Flugzeug geht doch mal weg, der Hein kommt, aber ratzifatzi. Ich immer mal meinen Blinker, ey, gehen wir ja auf den Sack am frühen Morgen. Oh, Licht hat er auch. Sehr schön. Ja, Kabinenansicht, hat er keine Kabinenansicht? Nein, ne? Schade. Oh, auf so blinken, ey. Der letzte Blinker, der schwimmt heute auch über den Atlantik. Da kommt noch ein Auto entgegen, was ist da? Huben hier. Hi, feines Wecken hier, nee, feines Wecken hier, nicht feines Wecken hier, nicht. Ich kenne genauso blöd Plattdeutsch, wie ich Deutsch rede. So, drücke die Leertaste, um das Fahrzeug in korrekter Weise zu positionieren, um es zu stabilisieren. Fahrzeugsteuerung, okay. Drücke die Leertaste. Fahre die Ladebahn von nach oben bis die Höhe des Passagiers. Ist klar. So, da kriegen wir hin. Ja, eine Backtaxi? Nee, 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 nicht Backtaxi. Prima. Stände Verbindung zum Herr. Alles klar. Die Leertaste. Die Vorräte werden jetzt aufgefüllt. Das kann einige Blöcke dauern. Alles klar. Oh, hier, da kommt. Hier, da war ein Spaghetti drin. Habe ich genau gesehen. Ach, hier ein halbes Hähnchen war da auch, ey. 3, 4. Gute Arbeit, du hältst ein Catering-Fahrzeug für dein Unternehmen. Ja, danke. Aber habe ich doch schon gehabt. Ich bin doch damit gefahren, ne? Mission erfolgreich abgeschlossen. Aha, mhm. Aha, aha, aha. Mhm, oho, fein. Und jetzt spielen wir Teil 2. Pünktlich. Lerne, wie du die Fluggastbrücke verwendest. Okay. In diesem Training wirst du lernen, wie die Fluggastbrücke eingesetzt wird, um die Verbindung zwischen Terminiergeld und Flieger herzustellen. Zielpassagiere gehen an den Bord des Flugzeugs. Okay, alles andere wäre auch doof, wenn die da runterfallen. Ey, wo willst du denn hin? Oh, Entschuldigung. Auf der linken Seite befinden sich mehrere Fahrzeug-Icons. Wähle dort die Fluggastbrücke aus. Okay, Mockeck. So, erstmal die Gegend angucken hier, ne? Aha. Ankunft, Ziel, hier kann man nichts klicken, soweit. Du musst das echt alles machen, was angegeben wird. Ne? Hier, da landet einer, hier. Yippie! Aber die Auflösung muss man doch nochmal ändern können, irgendwie, ne? Also, das meine ich aber mal. Da muss man noch dran arbeiten, ne? Verwendet wird WSD, alles klar. Aha. So, wie? Wieso ist das denn? Alles klar, sieht das wirklich so von innen aus? Ach, oh, unten rechts haben wir hier, wo wir hin müssen. Dann ist das die Tür da hinten, der kleine süße Punkt, denke ich mal, ne? So. Space-Taste.
Okay, ich hab's ja, ich dachte. Okay, alles klar. Bediene dich unter der angegebenen Winkel anzupassen, drücke die Brücke, bündig die Passagiere anzuschließen. Cool, ne. Ja, was soll ich jetzt machen? Was war das? Bediene dich. Das ist, wenn ich hier nicht immer so schnell lese, ne? Ich voll Horse. Winkel anpassen. Mit Q und E. Ja, mit Q und E, aber das Problem ist... Hä? Winkel 20 Grad, ja, ja. 7 a back taxi, nix 7 a back taxi. I am have here a dickes problemo. Q und W, ja, ist ja schön. Ich glaube, ich sollte mal richtig lesen, ne? Das ist nämlich wichtig, dass man auch mal ein bisschen lesen da halt. Ja, aber mir Q und W kannst du ja noch nicht. Was soll ich denn den Winkel verändern, ne? Und wenn ich denn jetzt ganz normal die Tasten drücke, passiert ja nichts. Entfernung zum Ziel, Winkel Grad 20. Hier, da kommt Flugzeug, da kommt Angie. Winkel. Ach, ja, ich bin so doof, Leute. Alles klar, siehst du, das ist hart. Ich zeige euch mal, wie das nicht geht, ne? Wie man sich doof anstellen kann. Mit der Pfeiltaste nämlich nach links und rechts. So, Passagiere werden nun zum Aussteigen drücken und die Lage fixieren. Alles klar, Leertaste. Prima, es wird nur einige Augenblicke dauern, bis die Passagiere drin sind. Zusteigfortschritt, geht Information. Tipp für eine höhere Leistung kannst du den Fahrzeug durch den Kauf von Upgrades verbessern. Okay. Simo-Welt. Okay, da war das oder was? Achso, hier ist Prozentanzahl, alles klar. Duke. Gute Arbeit. Mission abgeschlossen. Yippie, yeah, yeah, yippie, yippie, yeah. Fantastisch, du hast eine Flugabbronze gewonnen. Anschauen kannst du diese Unterpokale. Meine Herren, fein. So, das ist jetzt das. Training. Pünktlich. Wir reden mal so gut, wir verstehen das auch gar nicht, was die alle so sagen. Aber es ist echt so, ne? Wenn ich auch mal dieses Flugzeug mit heute gespielt habe, sowieso mal so, dann kann ich auch nicht verstehen, was die sagen. So, ne? So, jetzt rede ich wieder vernünftig. So, in diesem Trainingsanlage wirst du lernen, wie Frachtlader und Frachttransporter zum Beladen des Fahrzeugs angesetzt werden. Ziel, die Maschine mit Fracht beladen. Wähle zunächst den Frachtlader, mehr einen Klick auf den Button Innenseite aus, auf der linken Seite aus. Alles klar. Da haben wir den WASD, das können wir, da können wir so machen, hier ist der Frachtlader, schön, da müssen wir hin. Okay, die Lenkung ist in Ordnung, ne? Die reagiert nicht zu schnell oder dass man umkippt oder so. Ist so easy, tranquil, sie. So, die Frachtlader, jetzt muss ich gleich bestimmt wieder hoch und runter, sag ich doch. Wie er da steht, wie süß. Der Frachttransporter ist mittels Frachtgut beladen, das nun von Frachttransporter zum Flugzeug gebracht werden muss. Wähle den Frachttransporter mit einem Klick auf den Button auf der linkeren Seite aus. Hab ich das schon markt? Wo kommt denn jetzt meine Sachen? Ach, alles klar. Ich trottel. Pass ich dazwischen? Was ist das denn? Was sind das hier? Steine? Hat King Kong ein paar Steine runtergeschmissen oder was? Positioniere die korrekterweise, damit die... Ja, ich bin noch gar nicht fertig, Kollege. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Ich mache nochmal einen kleinen Kreis. Was soll das auch, ne? Wir wollen ja vernünftig reinfahren, ne? Das ist ja auch Training, ne? Und du fährst ja nicht rein, mein Freund. Ich dreh durch, ey. So. So. Sollen wir doch mal sehen, ne? Das ist doch vor uns bestimmt kein Problem. Backtaxi, gib dir mal Backtaxi. War doch gerade grün, oder ne? Ja. Im Frachtzentrum, also ich habe immer mit Spacer was gemacht. Im Frachtzentrum befinden sich die Frachtgüter verschiedener Art. Wähle das G2 Frachtgut aus und klicke auf Fertig. Okay.
G2 Wachgut aus, Frachtgut auswählen und fertig. Okay. Ach, wie süd ist das denn? Und den muss ich da jetzt hinschippern. Yippie. Frage ist, wie muss ich rein? Nur vorne das Ding oder komplett so? Kollege? War klar. Du siehst mich doch hier, du Trottel, oder ne? Hä? Ja, ich verstehe das ja, was ich soll. Ich höre nicht aus Dummsdorf. Ich muss nur eben sehen, dass ich da vernünftig hinkomme, du. So, mein Junge. Schon wieder zu weit weg. Welche Richtung soll ich denn hin? Soll ich denn vorne oder hinten? Ah, machen wir es so, okay. Der Frachttransporter muss nun Umweltposition, alles klar, Leertaste und zack. Ups. So, zack, Leertaste und wieder weg. Zufallsicherung, Frachtlader, WASD, alles klar. Fahre den Lader bis nach oben. Ja, für die Frachtzeitraum, ja, zack. Da. Tag. Und die Schlüpfers sind jetzt alle da drinne. Naja, die Steuerung muss man sich noch gewöhnen, was das ist mit WASD und so ein Cheat alles, ne? Aber da kriegen wir hin. Pokale, Bronze. Ja, was anderes hätte ich auch nicht haben wollen. Entschuldigung, ist Wochenende. Ich darf gehen. So, das tut mir aber leid. So, pünktlich. Was haben wir denn jetzt geschafft? Training pünktlich. Lerne, wie ein Flugzeug mit Treibstoff betankt wird. Ja, das habe ich schon immer mal gemacht, als Kind sogar so. Ey, wie geht das? Ja, wir machen das mal so. Jetzt fahren wir da mal hin. Oh, hier ist Nebel. Oh, hier ist Kabinenansicht. Scrollrad. Ich hab's rausgekriegt. Das ist cool. Scrollrad. Sehr schön. Das gefällt mir jetzt. Weil ich bin immer so ein Cockpit-Ansichtfahrer. Ganz anderen. Sehr schön, sehr schön. Ist das nicht wie Eurotruck Simulator, aber es reicht. Aber wir haben Cockpit an sich, ne? Das ist wichtig. Sehr schön. Wieder morgen. Und Leertaste. Rampe hoch und runter. Das machen wir dann immer mit Pfeiltaste, ne? Sehr schön. Alles lenken machen wir dann mit WASD. Wie süß ist das denn? Jetzt muttert in Lok drin. Naja, da habe ich Probleme, ne? No. So. Sehr schön. A und D. Diese Führung muss... Okay. Oh, komm, mein Junge, rein. Mit A dreht man das dann und verriegelt. Alles klar. Sehr gut, alles klar. Mhm. Hier muss jetzt irgendwas mit... Was war das? Habe ich hier Geister oder was? Aber die da sind Geister. Gute Arbeit. Ja, bin ja auch Vollprofi. Ne? Ich habe ja auch schon mal im Flughafen gearbeitet. Oh, wo denn? Ja, beim Flughafensimulator. Der war gut, oder nicht? So. Okay. Pünktlich. Lerne wieder eine Eisung auf Ende. Okay, funktioniert. Da kriegen wir auch hin. Ja, da kriegen wir auch hin. Eine Enteisung mit Scroll. Oh Gott, hier bin ich aber Lilliputaner, ey. Gottes Willen. So, eine Enteisung soll ich machen. Mache ich. Leertaste.
Ich will mal ein bisschen vernünftiger reinfahren hier. Nicht so weit weg. So. So, vorn wieder richtig rein, ne? Seid ihr, dass ich so ein Fuscher bin? Überhaupt nicht. So, VRS Diva Claw. Ups. Ist klar. Wie süß ist das denn? Was machst du? Nein, Entschuldigung. Kann ja mal vorkommen. So, CTRL-SCSG drücken Sie Taste C, die wieder einfach. Ja. So, drücken Sie Leertaste, geht das Fahrzeug wieder frei, wiederhole die Entleerung, und die 20% der Schnee entfernt ist. Okay. Muss erstmal hier so 20% entfernen von der Schiete, ne? Oh, siehst du, mit WASD kommt er dann näher ran, ne? 10% haben wir schon. Die denken auch so, was ist das denn? Der kriegt gleich die Kündigung. Prozent ein bisschen noch, komm. Die Turbinen sind auch wichtig, habt ihr gesehen, die Rollis so. Wie senke ich das denn nochmal? Bin ich bescheuert oder was, ey? So. Jetzt, gute Arbeit, du hast also für Unternehmen, alles klar. Voll pro. Achso, ich dachte, ich müsste alle Flügel machen, eigentlich, ey. Ich hoffe aber mal, dass wir noch die Auflösung da ändern können, ey. So, Training, Pünktlichkeit, jetzt wollen wir das Ding mal wegschieben, ey. Ja, kriege hin, wir brauchen nicht so viel lesen. Obwohl ich immer, also wir lesen immer im Fehlhandbuch, aber hier war da kein Handbuch bei. Und dann hier ist auch vieles selbsterklärend irgendwie so, ne? Da, ich muss da vorne vorfahren, so, Kabinenansicht ist schön. So. Dumm. Wo sie da rückwärts ranfahren gleich. Ich glaube, kann ich meine Kamera an sich nicht ändern oder so? Dass ich rückwärts gucken kann. Das kommt, wenn man nicht liest wahrscheinlich, ne? So. Ja. Sie verarschen. Wieso kann ich meine Kamera nicht drehen hier? Und ich habe ja nicht richtig gelesen. So, ankuppeln. Aber dann, wenn ich hier Space drücke, dann passiert doch was. Die Strecke räumen. Bist du bescheuert? Ich dachte, ich soll wegschleppen. STRG. Ach, Fluggastbrücke. Ja gut, dann wollen wir mal gucken, was wir hier machen müssen, ne? Ausland oder Einladen? Ich weiß es noch nicht. Minus 0, aber wieso steht da minus 0? So ein Meter weg noch. Hä, wollt ihr mich verarschen? Jetzt ist er, jetzt haben wir es. Hä? Hab ich was verpasst? Ja, das ist immer da, wenn man nicht lesen tut, so wie ich, ne? Aber kann man nicht nachträglich nochmal die Hilfe einblenden, ne? Hä? Flugzeug schleppen, ja, ich muss das Ding wegfahren, oder nicht? Ey, ich Vollhorst. Der muss ja weg und nicht rein oder raus. So. Komm, mein Junge. Manche siehst du, ich bin so blöd, ey. Einfach nur logisch denken, da liegt mir auch nicht gerade, ne?
So, dann müssen wir mein Fahrzeug wieder wegfahren. Alles klar. Kriegst du hin? Wo müssen wir denn hinfahren? Einfach da liegen lassen, alles klar. Alles klar, WASD. Schön. Dahin müssen wir nämlich hin. Habt ihr gesehen, wie ich das immer gemacht habe? Immer erst nicht so blöd anstellen wie ich, sondern immer gleich machen, ne? Ist ja klar, dass man das erstmal alles wieder wegräumen muss, was man da hingekarrt hat, ich Volltrottel. Hier, da war ein Frauenstimme, sogar ein Frau-Giftor. Ist ja ein Ding. Wir sind jetzt auch G2 für jemand, der sich interessiert. Da oben seht ihr das und hier unten. Ne? G2. So, dann wollen wir mal gucken. Das wird ja doch ein längeres Video, wie ich gedacht habe. Habe ich gar nicht gedacht. Sind die immer so langsam, die Dinger? Ich nehme immer einen Schluck, weil ist wichtig. So. Da bin ich mal gespannt. Da kommt Flugzeug an. So, ich glaube, haben wir es geschafft, ne? Da ist bestimmt die Bundesregierung wieder, die nach irgendwo Afghanistan fliegt, da, wo die keiner gebrauchen kann. Wie immer. So, das wollen wir mal sehen. Entfernung zum Ziel, alles klar. Ey, da steht auf 5 Meter, mein Freund. Dann kriegt ihr auch 5 Meter nicht. Das heißt, ich habe hier rumgefuscht, ey. Ne? Okay, so, machen wir das gut. Wertung, sehr schön. Also... Ach, ich muss auch drücken, ich voll Horse, ey. Fantastisch, du hast einen Pokal gewonnen. Sehr schön, pünktlich. Das haben wir gemacht und lass mich jetzt die Unternehmung greife hier für ein Training. Gründe dein eigenes Unternehmen und greife hierfür auf die in den Trainingseinheiten erlangten Kenntnisse und Kenntnisse zurück. Okay. Wird eine Mission abgeschlossen, kümmere dich um die verschiedenen Aufgaben des Fahrzeugs. Okay, das machen wir aber in einem Tutorial, ja? Das wird nämlich der zweite Teil, so machen wir das auch. Ich habe dir alles freigeschielt und jetzt bretter ich los und jetzt wieder Heinz Air Flotte. Auf jeden Fall, so machen wir das, ja? Also, wenn euch das gefallen hat, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren, würde mich sehr freuen. Wenn ihr einen Kommentar da lassen würdet, ob euch das gefallen hat, würde mich das auch sehr freuen. Und ich möchte nochmal ganz herzlichen Dank sagen für die ganzen PNs, die ich bekomme, die ganzen netten Kommentare. Das freut mich richtig sehr, ne, dass das so gut ankommt. Wunderbar, das freut mich. Also, schönes Wochenende, ich danke euch und, ach ja, abonnieren nicht vergessen. Ich werde Gronkh einholen. Das dauert noch 7 Leben, aber das schaffen wir ja noch. Ne? Wir haben noch 7 Monate. Alles gleich, danke euch, tschüss.